Servus Leute, willkommen zu diesem Video. Ja, neu zum Dustan. Nicht auseinandergefallen. Und er klappert noch immer nicht. Mal gucken, wann es anfängt. Also laut Aussage mancher Leute sollte er die ganze Zeit knarzen und klappern. Mal gucken, wenn es da ist, dann melde ich mich. Erste Inspektion haben wir hinter uns. Der war bei Van Loon hier in Kevlar. Das ist so ein kleines Familien-Renault-Dacia-Unternehmen. Super toll, die haben auch den Unfall repariert. Super zufrieden, deswegen haben wir ihn auch da hingebracht. Und ja, die erste Inspektion hat er überstanden, ohne Probleme. War ja auch nicht viel, also war nur Innenraumfilterwechsel und eben hier so eine Liste abarbeiten, aber da zeige ich euch gleich. Ich habe ein paar Sachen angesprochen, als ich den Wagen abgegeben habe. Vielleicht hilft euch das auch. Einmal die Türdichtung, also der ist schon kurios, Türdichtung Fahrerseite nichts. Türdichtung Beifahrerseite nichts. Türdichtung Fahrerseite leicht am Rein drücken. Ich habe mich unterhalten mit dem Herrn da, also mit dem Chef, und der sagte, der hat schon, das was wir haben, ist eigentlich minimal. Er hat schon extremer gesehen, da teilweise die ganze Dichtung weggerissen. Er sagt, es gibt dafür keine Lösung. Sie können natürlich jetzt die Dichtung tauschen, dann können sie nächstes Jahr die Dichtung tauschen, wieder die Dichtung tauschen. Also wenn die Tür wirklich so schlecht ist, dass die Dichtung zerfetzt, würde ich das natürlich machen lassen. Aber es bringt nichts, es gibt keine Abhilfe. Und ich denke mal, jetzt mit Erscheinen des Dustas 3 wird es da auch nicht wirklich eine neue Dichtung geben. Es hieß mal, es soll angeblich gibt es eine geänderte Dichtung. Er sagte, ne, ist immer noch die gleiche. Er sagte, am besten wäre wirklich die Stelle mit dem Cuttermesser vorsichtig einschneiden, also die Stelle, wo es reindrückt, damit das nicht weiter aufreißt. Das Einzige, was man machen kann. Er hat jetzt bei uns, so wie ich gesehen habe, die Dichtung vorne ausgeklipst und ein bisschen angehoben. So kommt das nicht mehr an die Kante, aber dichtet noch ab. Ja, das war einmal die Sache, die ich angesprochen habe. Das mit dem Doppelkupplungsgetriebe, dass es eben sich aufgehangen hat und nicht aus Drive raus wollte, sprich selbst mal P eingelegt hat. Ist er weiter nach vorne gerollt, hat einen Rückwärtsgang eingelegt, dann hat alles reagiert, Rückfahrkamera, Parkpiepser, alles ging an, sprich, das spricht er dafür, dass er der Wahlhebel und alles in Ordnung ist. Aber er rollte weiter nach vorne. Er sagte, ja, guckt es uns an. Ist genau das gekommen, was ich mir gedacht habe, weil ich habe ja selber Fehlercode ausgelesen aus dem Getriebe. Es ist kein Code drin, die konnten auch keinen Fehlercode finden. Die haben nachgeguckt, der hat auch die aktuelle Getriebesoftware. Es gibt keine neue Software, sondern hat ein Update aufgespielt. In dem Sinne müssen wir mal weiter gucken, ob es sich häuft oder schlimmer wird. Kann man nichts daran ändern. Dann hatte ich noch angesprochen, weil mir aufgefallen ist, Kühlmittel. Und zwar haben wir das Auto jetzt ein Jahr, wie gesagt, knapp 12.000 Kilometer laufen, und ich habe zweimal schon Kühlwasser nachgefüllt. In dem Video zum Thema Kühlwasser sieht man das. War immer so, ich habe auf maximal aufgefüllt, wenn er kalt ist, und das sackte dann so ein bisschen ab. Ob da vielleicht Undichtigkeit wäre. Er sagte, ja, wir können es einmal abdrücken, aber das ist dem bekannt. Also aus irgendwelchen Gründen verschwindet irgendwohin das Wasser, aber es kommt nicht raus. Sprich, die kennen's, dass wenn die Autos zur Inspektion kommen, immer einen Schluck nachfüllen müssen. Immer müssen die einen Schluck nachfüllen. Wo es hingeht, weiß keiner so recht. Ist also auch nichts Schlimmes. Man muss eben ein bisschen Kühlmittel nachfüllen. Ja, das waren eigentlich so die Sachen, die ich angesprochen habe, die sie auch abgehandelt haben. Dann hat er die normale Inspektion gemacht. Es gab die normale Inspektion Typ A. Das ist eigentlich, wie gesagt, einmal drüber gucken. Das kostete hier, ist das jetzt netto? Ja, ist Vorsteuern. Also das Nachgucken der ganzen Servicepunkte hat 80 Euro gekostet plus Steuer. Der Austausch des Reinluftfilters hat 17,80 Euro gekostet plus Steuern, und der Filter an sich hat 50,47 Euro gekostet. Natürlich kriegt man den Filter wahrscheinlich für 15 Euro oder 20 Euro von namhaften Firma, aber so ist es nun mal. Will man seine Werksgarantie behalten, muss man Inspektion machen. Insgesamt hat dieser Service dann mit Steuern 176 Euro und 56 Cent gekostet. Finde ich okay.
finde ich wirklich okay vom Preis. Der nächste Service wird teurer, das wird nämlich Typ B sein mit Ölwechsel und da wird das Öl wahrscheinlich allein 150 Euro kosten. Dabei, ich kann es jetzt nicht aufklappen, weil da mein Name steht, kriegt man so eine Liste, so ein Check, wo alles geguckt wird, zum Beispiel Kühlmittel hat 25 Grad minus, die Reifen, Profilstärke etc. pp. Alles wird auf Funktion oder sonst was wird eben nachgeguckt. Kriegt man mit. Ne? Also man kriegt den Set natürlich mit, weil ich auch ganz vernünftig finde. So, dann noch erste Inspektion. Wir haben jetzt den Duster knapp ein Jahr. Wir haben den ja nicht im Dezember bekommen, sondern im Februar, glaube ich. Keine Ahnung. Knapp jetzt ein Jahr und super zufrieden. Läuft und läuft und läuft und läuft. Zum Duster 3 habe ich schon was gesagt. Wenn sich an dem Motor nichts ändert, dann wird er noch weiterlaufen. wir haben noch ein paar andere Sachen gekauft. Ich will ja am Ende diese Aufstellung ja machen. Wir haben ja noch, also das kommt jetzt auch in die Aufstellung rein. Wir haben ja noch diese orange Leiste gekauft. Die packen wir jetzt rein. Die für den Tankdeckel, die Püfferchen, kommt jetzt rein. Die Dashcam haben wir noch gekauft, kommt jetzt rein. Und wir haben Fußmatten noch und eine Kofferraummatte. Habe ich gar nicht gezeigt, aber ist ja nichts Besonderes. Haben wir auch noch gekauft, kommt rein. Wir wollen also ungefähr insgesamt mal Kosten machen. Natürlich, solche Sachen müssen nicht gekauft werden. Dashcam muss nicht gekauft werden. Deswegen kommt ihr in Zubehör und Extras, wie auch diese Barracuda Racing Bolts, also diese Radschrauben, die müssen nicht sein. Die braucht keiner eigentlich. Und ne, das ist jetzt die Aufstellung, was uns der Dacia bis jetzt gekostet hat und was er uns im Jahr, weil das Jahr ist jetzt vorbei, wir haben jetzt den, ich glaube, 21. haben wir jetzt. Also ja, so gut wie vorbei. Ich glaube nicht, dass noch irgendwelche Kosten kommen werden. Deswegen, das hat uns jetzt der Dacia dieses Jahr gekostet. Ja, wie gesagt, er läuft und läuft und läuft. Nichts knarzt, nichts brummt. Es läuft und läuft und läuft und läuft und läuft. Nichts ist kaputt gegangen bis jetzt. Und ja, dann werden wir uns wiedersehen, denke ich mal, wenn was passiert. Wenn ich was anders kaufe oder wenn ich was mache oder höchstwahrscheinlich erst dann, wenn es zum Duster 3 vielleicht ein paar Neuigkeiten gibt. Zum Beispiel Konfigurator und so, können wir uns ja mal angucken. Und ja, in dem Sinne, frohes Fest, guten Rutsch und ein schönes 2024 und unfallfrei und kein Hänger bitte reinschießen lassen. Ein unfallfreies Fahrt und ja, viel Spaß mit euren Dacias. Bis jetzt, wie gesagt, kann man nur sagen, kauft euch ein Dacia. Super Auto.